in Umfragen von Arbeitnehmern bezüglich deren Bedürfnisse immer ganz weit oben das Thema Wertschätzung. Meint gefragt sein, Feedback bekommen, gelobt werden, eingebunden sein. Und auch wir bei Achtung bemühen uns um solch eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung. Ja, sie ist Teil unserer DNA und sie spiegelt sich im Namen wider. Denn Achtung meint nicht nur Aufmerksamkeit zu erzeugen im Sinne von Achtung, sondern meint auch gegenseitige Achtung. Was ich aber immer wieder feststelle, ist, dass der Fehler gemacht wird, Wertschätzung gleichzusetzen mit Harmonie, ja, Kuscheligkeit. So ist es aber keinesfalls gemeint. Meiner Ansicht nach meint gegenseitige Wertschätzung auch aus Interesse am Gegenüber, ihm ganz deutlich zu sagen, was hapert, was fehlt, wo die Leistungen vielleicht nicht den Erwartungen entsprechen etc. Und zwar nicht nur von oben nach unten, sondern natürlich auch von unten nach oben. Aber das wird nicht gern gemacht, weil es als schmerzhaft empfunden wird. Und zwar sowohl von denen, die es ansprechen, als auch denen, die solch eine Kritik hören und solch ein Feedback bekommen. Physiotherapeuten kennen den Begriff der Ausweichbewegung. Schmerzt zum Beispiel eine Hüfte, macht man Bewegung, um diesen Schmerz nicht zu empfinden. Das heißt aber auch, dass andere Partien des Körpers beansprucht werden und so vielleicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Ausweichbewegung, um dem Schmerz aus dem Weg zu gehen. Und weil eben Führungskräfte und Mitarbeiter Kritik, geäußerte wie Empfangene, als schmerzhaft empfinden, stellt sich solch eine Ausweichbewegung auch in vielen Unternehmen ein. Was aber bedeutet, dass an anderen Stellen Überbeanspruchung, Überlastung, Mehrarbeit, Frust, Demotivation entstehen können, weil irgendwo eine Baustelle nicht angesprochen wird. Wertschätzung bedeutet also keinesfalls Harmonie, Kuscheligkeit. Wertschätzung bedeutet, dem anderen auch die Meinung sagen zu können, und zwar auf konstruktive Art und Weise. Wertschätzung kann also ziemlich schmerzhaft sein.